angefangen damit, dass der terrorverdächtige Syrer al-Bakr zunächst trotz Großaufgebot vor der Polizei flüchten konnte. Dann konnte er ungehindert durch Sachsen reisen, ohne dass Polizisten dem Mann auch nur auf die Spur gekommen wären. Und als sie ihn dann hatten, dank dreier Syrer, deren Rolle übrigens auch noch unklar ist, schafft es der festgenommene 22-jährige al-Bakr, sich in seiner Zelle umzubringen. Unser Top-Thema heute, sächsische Ungereimtheiten. Hat die Justiz in Sachsen versagt? Kommt jetzt ein Untersuchungsausschuss? Das Top-Thema jetzt im ZDF-Morgenmagazin. Ja, wie konnte der wichtigste Terrorverdächtige, den Deutschland seit Jahren festgesetzt hat, sich in seiner Zelle umbringen? Wie konnte es zu dieser Fehleinschätzung kommen, dass al-Bakr nicht dauerhaft beobachtet wird? Warum trug er ein normales, reißfestes T-Shirt? Fragen über Fragen. Wolf-Christian Ulrich und Alexandra Vacano auf Antwortsuche. Wir gehen rein. So sieht ein besonders gesicherter Haftraum aus, in dem suizidgefährdete Häftlinge vor sich selbst geschützt werden. Beispielhaft in der JVA Frankfurt 1, erläutert vom Leiter Frank Lob. Es gibt ein französisches Klo, das man nicht manipulieren kann. Es gibt eine Kameraüberwachung. Zum anderen bekommt der Gefangene solche Papierunterwäsche. Mit dieser Papierunterwäsche kann man nichts anstellen, man kann sich nicht strangulieren. Es ist definitiv ausgeschlossen, dass der Gefangene in dieser Zelle sich etwas antun kann. In so eine Zelle hätte Jabba al-Bakr gehört, stattdessen das Fiasko in Leipzig. In diesem Leichenwagen Deutschlands wichtigster Häftling. Die Haftrichterin und der Pflichtverteidiger hatten auf Suizidgefahr hingewiesen. Warnzeichen, die die JVA Leipzig in den Wind schlägt. Obwohl al-Bakr in den Hungerstreik trat, eine Lampe aus der Zellendecke riss. Es wurde dann auch diese Lampe entfernt als möglicher gefährlicher Gegenstand. Das heißt also, Bedienstete sind im Haftraum, haben den abgeschnitten und haben alles, den gesamten Haftraum, stromlos geschalten. Die sächsische Justiz behandelt einen IS-Terroristen wie einen Kleinkriminellen. Erst die Pannen bei der Festnahme, jetzt der Suizid. Die Linke sieht ein strukturelles Problem in der sächsischen Politik. Dort gibt es offenbar kein Problembewusstsein. Man macht genauso weiter wie immer. Es ist nichts. Alle haben alles richtig gemacht. Und man fragt sich, wie sowas dann eigentlich passieren kann. Ich glaube, dass dort wirklich grundsätzlich was geändert werden muss. Auch für die Ermittlungsbehörden ist der Skandal von Leipzig ein herber Rückschlag. al-Bakr nimmt wertvolle Informationen über sein Terrornetzwerk mit in den Tod. Frage: Hätte sich all das vermeiden lassen können, wenn der Generalbundesanwalt schon vor der Festnahme das Verfahren an sich gezogen hätte? Diese Frage wird hinter den Kulissen auch bei den Terrorermittlern gestellt. Der Generalbundesanwalt hätte nicht nur das Verfahren an sich ziehen müssen, sondern dann diesen Gefangenen auch nach Karlsruhe bringen lassen müssen, so wurde mir gesagt. Dort wäre in einem Gefängnis gewesen, wo man ihn besser unter Kontrolle, unter Aufsicht hat. Das Erste, was jetzt geschehen muss, wir brauchen eine unabhängige Untersuchung dieses Vorganges, und zwar in seinem Gesamtkomplex. Das ist zentral, das muss im Übrigen auch aus der Mitte des Parlaments von den Fraktionen dort vorangetrieben werden. Sachsens Ministerpräsident Tillich wollte sich vor Kameras nicht äußern. Sein Justizminister lehnt einen Rücktritt ab. Sachsen, ein Trauerspiel, schrieb gestern Heribert Prantl. Er leitet das Ressort für Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Zudem ist er Volljurist. Und damit einen schönen guten Morgen nach München, Herr Prantl. Guten Morgen, Frau Hayali. Ja, was ist da alles schiefgelaufen, sowohl bei der Polizei als auch bei den Sicherheitsbehörden? Es ist alles schiefgelaufen. Es ist ein Fiasko. Und man geniert sich eigentlich als Jurist für diese Kette von Fehlleistungen. Nun ist ja die sächsische Bürokratie eine Bürokratie, bei der man schon im Zusammenhang mit dem NSU erfahren, erlebt hat, dass ungeheuer viel nicht funktioniert. Der Verfassungsschutz funktioniert nicht, kooperiert auf sehr seltsame Weise mit Rechtsradikalen und Rechtsextremisten. Die Polizei schafft Zugriffe nicht. Und man hat den Eindruck, in diesem Fall al-Bakr ist es wie im Brennglas. Alles, was an Strukturen nicht funktioniert, funktioniert in besonderer Weise nicht. Es ist so, dass man tatsächlich die Rufe nach einem Untersuchungsausschuss nur unterstützen kann. Und dieser Untersuchungsausschuss muss nicht nur die Arbeit der Justiz, er muss auch die Arbeit der Polizei untersuchen. Es geht also sowohl das Innenministerium als auch das Justizministerium an. Herr Prantl, der sächsische Justizminister sagt aber, eine Psychologin habe al-Bakr untersucht und keine akute Selbstmordgefahr festgestellt. Also kann man da wirklich irgendjemandem vorwerfen, seiner Amtspflicht nicht nachgekommen zu sein?
Ja, den Vorwurf muss man erheben. Ich weiß nicht, welche Psychologin es hier ist, wenn ich mit Vollzugsspezialisten rede. In ganz Deutschland, jeder sagt, in unserem Gefängnis wären besondere Maßnahmen ergriffen worden und sie liegen auch auf der Hand. Ich glaube, da muss man nicht lang diskutieren bei diesen Konstellationen, bei diesen Umständen. Soeben hat der Frankfurter Vollzugsleiter sehr schön den besonders gesicherten Haftraum vorgeführt. Solche besonders gesicherte Hafträume gibt es genau für diese Fälle, auch in Leipzig, auch im Untersuchungshaftvollzugsgesetz Sachsens sind diese Dinge vorgesehen. Ich finde mir schlichtweg keine Erklärung dafür, warum man so lasch, so fahrlässig reagiert hat. Nun ist es immer leicht, nachher Fehler anzugreifen, Fehler passieren, aber die Art und Weise, wie der Justizminister jedwede Verantwortung von sich wegschiebt oder noch sagt, ich übernehme die politische Verantwortung, aber dann eigentlich überhaupt nicht sagt, worin die besteht. Politische Verantwortung heißt normalerweise in der Geschichte unserer Republik, ein Minister übernimmt die Haftung für die Fehler seiner Untergebenen. Fehler sind passiert und ein Justizminister muss überlegen, was daraus folgt. Sich hinzustellen und zu sagen, ich kann doch jetzt nicht die Flucht antreten, ist eine etwas eigenartige Verhaltensweise. Natürlich muss eine unabhängige Stelle, natürlich muss ein Untersuchungsausschuss die Fehler untersuchen und vor allem, es müssen endlich in Sachsen die Konsequenzen aus einer langen, langen Kette von Fehlern gezogen werden. Der sächsische Justizminister sagt aber, es gebe dort kein Recht oder keine Rechtsgrundlage für eine Intensivdauerüberwachung. Das kann man relativ schnell klären, denn es gibt den Paragraph 49, der das alles regelt. Lassen Sie uns mal von der Landesebene auf die Bundesebene kommen. Was ist denn mit der Bundesanwaltschaft? Hätte die nicht den Fall A an sich ziehen müssen und B auch das erste Verhör leiten müssen? Nun ja, der jetzige Generalbundesanwalt ist bekannt dafür, dass er relativ schnell zugreift im Vergleich zu seinen Vorgängern. Er hätte natürlich früher übernehmen können. Er hätte einen Tag, zwei Tage früher vernehmen können. Aber eine Justizvollzugsanstalt muss in der Lage sein, eine Landesjustiz muss in der Lage sein, einen Häftling so zu behandeln, so zu betreuen, wie es nach dem Gesetz vorgeschrieben ist. Dem Generalbundesanwalt möchte ich hier keinen Vorwurf machen. Natürlich ist das ein Thema, das auch viele Zuschauer elektrisiert und viele haben auch Fragen. Ralf Lehmann sagt zum Beispiel, glaubt eigentlich irgendjemand tatsächlich daran, dass Al-Bakr irgendetwas ausgeplaudert hätte? Das Thema wird ganz schön übertrieben aufgebauscht. Sehen Sie das auch so? Man kann das so nicht sagen. Die Chance hätte bestanden. Er war ein Wissensträger und in Vernehmungen passiert sehr viel. Es gibt Kronzeugenregelungen, es gibt die Möglichkeiten, in bestimmter Weise auf einen solchen Wissensträger, auf einen, ja, er ist ja quasi Sachverständiger für terroristische Strukturen, hier in Vernehmungen schon einzuwirken und so mit Leuten zu reden, dass etwas rauskommt. Ich war selber in meinem früheren Leben Richter und Staatsanwalt. Da erlebt man in Zeugenvernehmungen, in beschuldigten Vernehmungen die unglaublichsten Dinge. Die große Chance, dass ein Kenner der Szene Terrorstrukturen aufgedeckt hätte, bestand durchaus. Sagt Heribert Prantl, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, aber eben auch Volljurist. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute bei uns im Morgenmagazin.